Hallo ihr Lieben, herzlich willkommen zurück bei Subnautica Below Zero. Wir haben gerade aufgehört, es sind 2 Minuten ins Land gegangen oder so und es wird schon dunkler draußen. Wir haben letztes Mal den Scanner geholt und heute holen wir den Rest der Welt quasi. Schauen wir mal. Wir wollen auf jeden Fall so ein paar Sachen, also die Taucherflasche, die brauchen wir unbedingt. Dafür Titan haben wir schon, Fasergewebe brauchen wir, für das Fasergewebe brauchen wir Schlingpflanzenprobe und für die Schlingpflanzenprobe werden wir das Messer brauchen und für Messer brauchen wir Silikongummi und für das Silikongummi brauchen wir Schlingpflanzensamenbüsche. Alles klar. So ist dann die Produktionskette. Das heißt, um überhaupt irgendwie loslegen zu können, brauchen wir erstmal Schlingpflanzensamenbüschel, damit wir überhaupt loslegen können. Alles klar. Das machen wir, bevor es komplettamente dunkel wird, obwohl es eigentlich schon ganz hart dabei ist. Aber wir hatten ja hier schon. Ja, bitte. Wir scannen sie jetzt. Genau. Oh, wir scannen erstens mal hier einen kleinen Wolf. Das ist gut. Die Pilze können wir bestimmt auch. Sehr gut. Gucken wir uns nachher alles nochmal an. Das brauchen wir alles nicht. Was passiert da oben? Hier wollte ich hin. Oh, war ich Sauerstoff, Alter. Oh. Okay. Da oben sieht es ja gerade sehr, sehr unwirklich aus. Okay. Es scheint ein Wetterfeature zu geben. Das Wetter ist gerade mäßig. Ich hoffe, das hat keinen größeren Einfluss auf mich, wenn hier im Wasser ein Blitz einschlägt. Okay, pass auf. Ja, den nehme ich erstmal mit. Das ist erstmal wichtiger. So, wir können natürlich versuchen, den zu scannen jetzt. So. Ich will den haben. Ich will den haben. Ich für mich wollte jetzt Schlingpflanzenproben haben. Nee, nicht Schlingpflanzenproben, sondern die Schlingpflanzen, hast du nicht gesehen, Büschel da. Dafür brauche ich aber erstmal die Schlingpflanzen wieder. Wo sind die jetzt geblieben? Da hinten sehe ich eine. Ja, hier war doch aber relativ nah dran, waren doch irgendwo welche. Naja, gut. Gucken wir uns mal kurz um. Direkt da vorne voraus sehe ich irgendwas. Das. Diese fiesen Geräusche sind mir aber beim letzten Mal schon hart auf die Eier gegangen. Das Ding ist, ich sehe hier zwar die Schlingpflanzen, aber die Büschel sehe ich irgendwie nicht. Das ist nicht gut. Die jetzt eigentlich erwartet, dass sie wie beim letzten Mal hier sich irgendwo an den Schlingpflanzen herumtreiben, wenn ich das mal so ausdrücken darf. Schlingpflanze. Bitte scannen Sie jetzt. Ja, genau. Schlingpflanze. Genauso hätte ich mir das vorgestellt, so wie das da aussieht. Nur sehen tue ich da nichts. Okay. Da wird wohl Geduld die Tugend sein, mit der wir uns. Da sehe ich keine. Dann müssen wir gucken, ob wir irgendwo anders noch Schlingpflanzen finden. Obwohl, das scheint mir hier so das einzige Schlingpflanzenvorkommen zu sein. Aber da unten sind wieder ein paar Sleepy Fishes. Das ist für die natürlich nicht so gut, für mich schon. New creature discovered. Ja. Da haben wir. 21, 18, zack. Oh, 12 Sekunden, 9 Sekunden, oh mein Gott. Ich finde gut, dass mein PDA mich immer warnt. Also mein iPad ist noch nie auf die Idee gekommen, mich dazu zu warnen, dass ich mal Luft hole. So. Ey, Dondi. Kollege, meinst du, muss mal Luft holen? Vielleicht auch nicht schlecht. So. Sie haben Schlingpflanzen, aber
Irgendwie das notwendige Flinkpflanzen hast du nicht gesehen. Dings nicht. Ich weiß nicht, ob das Spiel mit Absicht garstig zu mir ist und irgendwie das alles so vor mir versteckt. Ich meine, ganz ehrlich, so ein riesen Schlingpflanzenfeld. Hab ich das richtig gesagt? Schlingpflanzenfeld? Direkt vor der Hütte und keine Schlingpflanzensamen dran. Super Sache. Könnte jetzt hier hinten nochmal hinschwimmen. Da sehe ich im Nebel des Vergessens irgendwo, sehe ich dann auch noch ein paar Schlingpflanzen rumhängen. Aber auch. Ja. Sehr gut. Ah. So, hier können wir einmal kurz Luft holen. Okay, das fand ich aber auch beim letzten Mal schon. Dieses Unbewaffnetsein finde ich gut. Da muss man Waffen haben. Es geht nicht ohne Waffen. Aber auch scannen, das ist gut. Ja komm, Gewehr, brauche ich alles. Was? Altera Versorgungsspeicher in der Nähe. Was? Altera Versorgungsspeicher in der Nähe geordnet. Da. 251 Meter. Okay. Da kümmere ich mich gleich drum. Ich muss zusehen, ich habe gerade gesehen, Wasser wird schon wieder low. Ich muss zusehen, dass ich die Fische, die ich gerade mir gefangen habe, dass ich die auch mal weiterverarbeite zu gar köstlichem Wasser und was ich halt sonst noch so brauche. Gar köstliches Essen. Guck mal, das war letztes Mal nicht so, ne? Die sind echt schnell, die Jungs. Und vielleicht habe ich das auch nur einfach nicht so in Erinnerung, weil ich sie am Ende auch gar nicht mehr fangen musste, weil ich ja Melonen und all möglichen Kram hatte. Schauen wir mal. So, erstmal was zu essen, beziehungsweise nein, erstmal was zu trinken. Basteln. Hup, schnupp. Noch ein? Okay. So. Das ist das Äquivalent zum Globscher. Wir befinden uns ja offensichtlich in einer anderen Hemisphäre zum letzten Mal. So, jetzt könnte ich also Schmierstoff bauen und ich könnte Silikongummi bauen. Ich brauchte Silikongummi und Titan für das Messer. Ich gehe jetzt meinen eigenen Weg, das hier oben interessiert mich gerade nicht. Und Titan für das Messer. Habe ich Titan schon am Mann? Nein. Dann muss ich mir einmal Titan räubern. Und wenn ich dann schon dabei bin, kann ich auch noch Eisglubscher. Gekochten Eisglubscher ziehe ich mir mal rein. Nein. Ach Mann. Also, zack, 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 zack. So, dann sind wir einmal voll, das ist gut. Wir sind auch übervoll. Das kann dann rüber, das behalten wir. Titan haben wir. Also möchten wir jetzt gerne fabrizieren einen Ausrüstungsgegenstand und zwar das Messer. Okay, ich weiß gar nicht, auf welchem Slot ich das Messer das letzte Mal hatte. Ich glaube, auf der 4. Wir schieben ihn einfach mal auf die 4. Ich weiß es nicht. So, was wollen wir noch Schönes haben? Er will aus irgendeinem Grunde, dass ich noch eine Batterie baue. Ich weiß gar nicht, warum. Für alles, was ich gerade so habe. Ja, okay, für die Taschenlampe vielleicht. Und dann brauche ich noch Glas. Okay, für die Taschenlampe könnte aber ich... Nö, Fasergewebe. Ich habe jetzt das Messer... Titan und Fasergewebe und nochmal Silikongummi. Dann stelle ich jetzt erstmal noch. Mann, stelle ich jetzt erstmal noch ein bisschen Silikongummi her. Zweimal, meine ich. Dann haben wir das schon mal für. Die Paddeln, die Fußpaddeln. Und Schmierstoff nehmen wir uns auch noch.
Jetzt können wir Silikongummi immer noch herstellen. Schmierstoff, ich weiß nicht. Wir wissen ja jetzt, wo wir es haben. Vielleicht. Aber wie viel habe ich denn mitgenommen? Ja, ein bisschen was mitgenommen. Stelle ich gerade fest. Gar nicht mehr auf. Okay. Wunderbar. Da. Oh, geil. Die kann ich mir schon herstellen. Das ist schön. Das bedeutet dann für uns auf jeden Fall schon mal ein bisschen Speed. Und das Ding kann man auch. Okay, jetzt kommt Quadrat. Das ist ein komisches Geräusch, das ich gar nicht hören will. Zweimal Titan, ich bin mir nicht ganz sicher. Ob wir zweimal Titan überhaupt haben. Ein, zwei, wir haben zweimal Titan, das ist gut, das kommt alles rüber. Zweimal Titan haben wir, brauchen jetzt dieses komische Fasergewebe. Für das Fasergewebe brauchte ich das Messer, genau. Und diese Schlingpflanzenprobe. So, und ich wundere mich jetzt gerade, was das für ein Geräusch war. Es ist genauso wie beim letzten Mal irgendwie schwierig, an die Wasseroberfläche zu kommen, weil man so... Oder? Ist es immer noch Gewitter? Oder? Wohl da? Aha. Spannend. Der ist mir so noch gar nicht aufgefallen. Da steht auf jeden Fall ein riesiger Berg oder Vulkan oder was auch immer. Krass. Okay. Guck auf. Dir das an. Oh, direkt in den Finger geschnitten. Das ist nicht gut. So, wir haben das Messer dabei. Das heißt, wir holen uns jetzt hier Schlingpflanzenproben. Das kennen wir halt alles noch aus dem letzten Spiel. Das kann jetzt nicht so schwer sein. Schlingpflanzenprobe. Ah, nehmen wir uns mal ein bisschen was mit hier. Bis der Arzt kommt. So. Ah, das reicht erstmal. So, Sauerstoff wird wohl reichen, bis wir wieder rein schwurbeln hier. Sehr gut, sehr gut. Damit können wir uns basteln. Genau das hier. Eins, zwei. Ich wüsste bisher nicht, wofür wir sie sonst noch brauchen. Also werden wir das jetzt alles erstmal hier für das Fasergewebe verbraten. Und damit können wir uns dann hoffentlich gleich die Powerflasche bauen. Ich habe wahrscheinlich ein zu viel dabei, ne? Nö, hat genau gepasst. Sehr gut. So, und dann meine ich mich zu erinnern, dass es zwei Titan waren für die Taucherflasche. Yo! Aha! Das fällt mir jetzt auch... Das fällt mir auch gerade auf. Die Dinger, das Fasergewebe, das Medkit, das machen wir mal. Machen wir mal einmal, weil... Die werden nicht mehr kostenlos hergestellt. Das letzte Mal hatten wir ja an der Wand so ein Ding hängen, dass sie einfach gebastelt hat. Da, die Zeiten sind vorbei. Aber sowas von. Ja, gut. Die müssen wir uns selber bauen. Ja, weil wir es gerade da haben. Machen wir das einfach mal. Basteln wir uns mal zwei Stück davon. Und dann planen wir einfach mal im Voraus, was wollen wir noch haben. Wir haben das, wir haben das, wir haben das. Den Kompass... Sollten wir uns auch, der war am Ende doch gar nicht so schlecht. Hier haben wir das Reparaturwerkzeug und die Battery. Die Batterie. Eigentlich müsste ich doch noch Material, genau. Eigentlich müsste ich doch noch Material für eine Batterie da haben. Zack. Und für die Taschenlampe bräuchten wir dann, was brauchen wir für die Taschenlampe noch? Glas. Okay, Glas. Zack, zack, wenn ich mich recht erinnere. Da bin ich jetzt aber gar nicht so sicher, ob wir Glas überhaupt schon erfunden haben, beziehungsweise ob wir überhaupt schon wissen, wie man Glas macht. Batterie, Glas, Taschenlampe. Genau so stelle ich mir das vor. Und das wäre dann sozusagen der Kollege, der auf der hinter Tür Nummer 2 auf uns wartet. Da hatte ich ihn, glaube ich, auch das letzte Mal immer. Und das Heal Kit, das muss ich nicht unbedingt auf dem Hotkey haben. Bin ich zumindest der Meinung, dass ich das nicht haben muss. Es kann natürlich sein, dass sich das irgendwie anders noch herausstellt, dass man es vielleicht doch lieber. Beim letzten Mal fand ich, war es nicht unbedingt notwendig. So. Die Boje, genau. Die Boje, das holen wir uns, die Landekapsel, pass mal auf, die machen wir mal grün, das ist ja unser Zuhause.
und Orange für Signalboje finde ich schon ganz okay. Das, warum? Weil der hier noch offen ist oder was? Den haben wir noch nicht gefunden, vermute ich deshalb. So, hier haben wir noch die Leitung und die schwimmende Luftpumpe. Da habe ich letztes Mal schon nicht verstanden, wofür die da ist, beziehungsweise wie die überhaupt funktioniert. Weiß ich nicht. Das Reparaturwerkzeug. Schwefelkristall. Also sowas wie ein Schwefelkristall haben wir letztes Mal erst sehr, sehr spät und sehr, sehr tief gefunden. Weil wir erst da auf Vulkane gestoßen sind. Aber wie wir gerade am Horizont gesehen haben, gibt es dort einen Vulkan. Warum soll ich denn jetzt eigentlich schon, warum soll ich schon wieder eine Batterie herstellen? Warum? Wie viele Batterien denn noch? Weiß ich nicht. Keine Ahnung. Haben wir jetzt einen Plan? Nö. Was wollen wir als nächstes herstellen? Computerchip, Batterie. Ach, man kann den Pin, den... Ach, erzähl. Darum hat er den da oben. Alles klar. Ach, das ist ja so, das ist ja richtig praktisch. Das ist ja nice. Das heißt, wenn ich muss ein Kabelnetz bauen, dann muss ich mir nicht ständig merken, ja, da hast du doch da. Und ich kann auch mehrere, sehe ich das richtig? Ach, wie cool ist das denn? Ja, geil. Dann lasse ich doch den gleich mal eingeschaltet hier. Was ist das? Schwimmkörper habe ich letztes Mal auch nicht gebraucht. Ja. Wir schauen erstmal. Aufzeichnung. Dann für Luxus und VIP-Atmung. Was ist denn VIP? Atmen die anders als wir? Oder ich weiß es. Neue Baupläne, Versorgungsspeicher, okay. Ich habe einen Scanner, alles klar. Das weiß ich alles. Gehen wir mal raus und gucken mal. Was haben wir da? 100. Alter Schwede, mehr als verdoppelt. Super klasse Sache. Jetzt möchte ich gerne die Teile wiederfinden. Ich habe es vorhergesagt. Und genauso passiert das jetzt gerade auch. Ich habe vorhergesagt, wir werden die ganzen Seegleiterteile nicht wiederfinden, sobald wir den Scanner haben. Und jetzt haben wir den Scanner. Und was finde ich nicht? Da hinten ist eins. Ja, ja, komm her. 45. Irgendwie scheint mir die Zeit gerade sehr, sehr schnell vorbeizugehen, aber okay. Will mich nicht beschweren. Ein von drei. 33%. 33,3 Periode Prozent, um genau zu sein. Gut. 75. Ach, spannend. Eben waren es 100 und jetzt sind es nur noch 75. Das ist ja... Habe ich mich gerade verguckt oder... Oder macht das einen Unterschied? Ob man von hier aus oder von da aus startet? Ne. Warum hat er denn gerade 100 gehabt? Doch, ja. Ach, das ist Temperatur. Ach. Also, okay. 75. Nicht mehr als verdoppelt, sondern... Nicht mal im Ansatz verdoppelt. Toll, echt. So. Ich wollte irgendwas suchen. Genau. Seegleiterteile. Auch der Meinung, das sieht immer so aus wie so ein Kraken-Dings hier. Korallenbrücke. Das, für mich sieht das aus wie so ein Korallen-Kraken-Tentakel-Dingsbums hier. Das ist mit Sicherheit auch nicht ganz aus Versehen passiert, würde ich mal meinen. Tafelkoralle. Ah, Tafelkoralle. Wollen wir mal was ausprobieren? Ob das hier so... So. Gibt's nicht. Okay. Das sind unheimliche Geräusche. Versuche ich einfach mal irgendwie wegzudenken, dass das nicht so ist. Schwefel. Wenn dann hier der Sturm mal weg ist, dann habe ich, glaube ich, vielleicht auch Bock, das mal zu gucken. Da hinten in die Richtung zu gucken, ob es da in irgendeiner Form Richtung Vulkan geht. Jetzt werde ich hier wohl erst einmal weiter gucken müssen, ob ich noch mehr Bauteile für den Seegleiter finde. Der wird uns wahrscheinlich nochmal eine Runde Speed geben. Ich meine, den Seegleiter habe ich beim letzten Mal mit in die Zeitkapsel getan. Weil ich fand, das war das most useless Objekt ever.
weil ich den nur ganz kurz überhaupt mal benutzt habe. Jetzt hätte ich ihn gerne. Ich hätte jetzt gerne meine Zeitkapsel, wenn es denn geht. Bitte, hallo? Jetzt hätte ich gerne meine Zeitkapsel wieder. Das wäre voll nice und so. Was ist das da? Fragment eines Seegleiters, das ist gut. Boah, das wird mir gerade schon zu dunkel da. Krieg gleich Probleme, glaube ich, mit dem Sauerstoff. Muss zusehen, dass ich wieder nach oben komme. Aber man kann auf dem Weg noch ein bisschen Titan mitnehmen. Titan ist ja nicht so schwer, das geht. Boah, ich merke, ich bin schon wieder ein bisschen übervorsichtig. Ich hatte noch locker 30 Sekunden. Was in 30 Sekunden alles passieren kann, ihr Süßen, ihr... Ja, keine Ahnung. In 30 Sekunden. Da unten sieht noch irgendwas aus. Das ist gut. Irgendwas sieht nach irgendwas aus. Ist immer eine extremst schlaue Aussage. So, mal gucken. Galtschamprobe, aber nehmen wir alles mit hier. Es wird wieder dunkel und unwirtlich. Auch geht's ein bisschen. Wenn man einmal. Ey, Mann, es lag doch hier ganz in der Nähe, bin ich der Meinung. Bin doch hier quasi aus der Haustür raus und direkt über so ein Ding gestolpert. Eigentlich kann ich mir jetzt gar nicht vorstellen, wo das Ding jetzt noch hin sein soll. Hier, das nehme ich nochmal mit. Muss ja zwischendurch auch von irgendwas leben. 48. Wieder Fischfangzeit. Und ich werde mir wahrscheinlich auch wieder wie beim letzten Mal auch schon erstmal noch so ein paar ausgelagerte Ressourcencontainer bauen müssen, weil ich wieder mehr Ressourcen sammle, als ich verbaue. Und zur Nacht hin bilde ich mir jetzt gerade ein, werden die Geräusche auch mehr. Ach schade, den hätte ich scannen können. Den Skalar, so nenne ich den jetzt einfach mal, diesen dreieckigen Fisch. So, Wasser ist immer das Wichtigste. Wasser, man hält sehr viel länger ohne Essen aus als ohne Wasser. Transportiere ich einfach mal so ins Spiel, weil ich so bin. Ja. Einmal lecker Skalar. Wie heißt der überhaupt? Ich weiß es gar nicht. Also hier der gekochte Eisklopfer. Und wie heißt der andere? Hier ist irgendwie Leuchtefisch oder so. Gekochter Reiffisch. Okay. Hier in dieser Kälte macht der Begriff Reiffisch auch irgendwie mehr Sinn. Ich koche mir hier gerade einen Wolf. Brauche ich eigentlich nicht wirklich. Okay, das kann ich mir jetzt bauen. Brauche ich nicht. Das ist Quatsch. Hier könnte ich mir ein bisschen Glas bauen. Hier könnte ich mir Geräte. Ja. Da könnte ich mir das jetzt bauen. Könnte. Wir wollen mal etwas trinken. Eins, zweimal. Wir wollen etwas essen. Und dann haben wir ein bisschen was auf Halde. Das weiß ich nicht, ob wir das tatsächlich brauchen. Ist hier uns hier schon irgendwas vergammelt? Würde mich nicht wundern, wenn. So, das und das. Und hier. Ja, wir tun es erstmal hier rein. Das wird uns wahrscheinlich vergammeln, denn so schnell verbrauchen wir das Essen. Aus irgendeinem Grund überhaupt nicht. Es ist gerade dunkel draußen. Wir können mal die nächste Nachricht von Sam uns vornehmen. Hey Robin, ich muss einfach jemandem erzählen. Ich habe ein ungutes Gefühl, dass etwas ganz Schlimmes passieren wird. Du hattest absolut recht, dass Altera angeht. Okay, du hattest recht. Ich nicht. Und diese Katze soll besser Klops heißen, ich gebe es ja zu. Also die heißt Klaus. Sie hat sie Klaus genannt und ich nenne sie offensichtlich Klops. Naja, okay. Gezwungenes Lachen. Tut mir leid, ein schlechter Witz. Ich weiß einfach nicht, was ich machen soll. Ich denke mal, ich habe an diesem Punkt einfach damit raus... Also ich sollte an diesem Punkt einmal damit rausrücken. Ich habe sowieso schon so viel erzählt. Ich habe einen gefrorenen Leviathan gefunden. Okay, ist soweit nicht schlimm.
der mit Kara infiziert ist. Altera denkt, damit ließe sich arbeiten für Waffen, experimentelle Heilbehandlung, alles Mögliche. Aber die Kehrseite der Medaille ist hässlich, gefährlich, aber natürlich profitabel. Okay, ich bin mir jetzt nicht ganz sicher, Kara, ob das die Seuche ist, die wir letztes Mal geheilt haben. Wenn der Leviathan gefroren war, würde das natürlich bedeuten, dass die Krankheit mit eingefroren ist. Und die möchte nun, wenn ich das richtig verstehe, diesen gefrorenen Leviathan und den Erreger, den wir getilgt glaubten, weiterverwenden für irgendwelche Waffen. Was, wenn der Erreger freigesetzt wird, wenn wir daran herumhantieren? Oder noch viel schlimmer, was, wenn er als Biowaffe in den falschen Händen landet? Hoffentlich übertreibe ich nur, auch wenn ich mir das nicht vorstellen kann. Wie dem auch sei, melde dich bei mir, ich bitte dich. Ich könnte jetzt eine Freundin gebrauchen, du bist meine Schwester, ich hab dich lieb. Sie hat doch aber vorher schon gesagt, es ist gut, dass du nicht antworten kannst. Wie sollte ich mich bei ihr melden können, wenn ich ihr gar nicht antworten kann? Außer, so wie ich es jetzt halt gemacht habe, ich bin hingeflogen. Okay. Okay, die Seuche könnte freigesetzt werden. Ich bin aber der Meinung, wir haben ja sozusagen den Planeten von dieser Seuche geheilt. Also es gibt ja inzwischen ein natürliches Heilmittel davon. Darum bin ich mir jetzt gerade nicht so sicher, was das Problem wäre, wenn man den einfach wieder auftaut. Problem wäre es natürlich schon, wenn man den Erreger woanders freisetzt als hier. Okay. Tut mir leid wegen ihrer Schwester. Lillian. Ich möchte Ihnen mein aufrichtiges Beileid zum Tod Ihrer Schwester aussprechen. Ich lernte Sam gegen Ende meines Altera-Einsatzes auf 4546 Bravo besser kennen, als wir zusammen mit dem Außenposten 0 zugewiesen wurden. Ich sprach oft und liebevoll von Ihnen. Sie sprach oft, ja. Ich finde, Sie sollten wissen, dass es mir komisch vorkam, als Altera Sams Tod auf Fahrlässigkeit zurückführte. Die Samantha Io, die ich kannte, war vieles. Freundlich, klug, fleißig, aber niemals fahrlässig. Ich wünschte, ich könnte Ihnen etwas Konkreteres anbieten, aber mein Informationszugang wurde gesperrt. Sie sind möglicherweise in einer besseren Position als ich, um die Angelegenheit zu untersuchen. Falls es so ist, sollten Sie wissen, dass die Delta-Station unsere Zentrale war. Aha, Delta-Station. Sie wurde in aller Eile verlassen, daher könnte dort noch Informationen zu finden sein. Sie hat einen großen Funkmast, okay, das war der Funkmast, von dem vorhin die Rede war, unmöglich zu übersehen. Okay. Ich hoffe, dass Sie die Antworten finden, die Sie suchen. Lillian Bench. Okay. Das ist doch schon mal sehr informativ gewesen. Dann gucken wir jetzt nochmal hier ins Tagebuch. Robin. Robin bin ich. Ich war schon etwas nervös. Einfach so in einem unbekannten Gebiet zu landen, aber zum Glück scheint es hier reichlich Mineralien zu geben, die ich für Werkzeuge und Erweiterungen nutzen kann. Ich hatte wenig Lust, das alles wieder so auf die... Wie auf Byzantos 5? Als mich Xenoworks dort abgesetzt hat, gab es kaum Rohstoffe. Ich musste mich 3 Monate lang mit nichts weiter als einem Messer, meinem Glücks-PDA und ein bisschen Seil durchschlagen. Ja, cool. Naja... Darauf bin ich noch immer ziemlich stolz. Offensichtlich. Eine Batterie und Titan rein und raus kommt ein Scanner. Das Lieblingswerkzeug einer jeden Xenobiologin. Yo, dieser Planet hat eine faszinierende Tier- und Pflanzenwelt und ich kann es kaum erwarten, etwas darüber zu erfahren. Damit habe ich auch Zugriff auf meine Werkzeuge. Ich gehe davon aus, dass Altera einiges an Geräten zurückgelassen hat, das ich scannen kann, um an Baupläne zu gelangen. Warum ist es nicht eigentlich... Gleich direkt alles da eingespeichert. Naja, egal. Das sollte mir das Überleben und Erkunden da draußen etwas erleichtern. Keine Sorge, Sam. Ich habe nicht vergessen, dass ich deinetwegen hier bin. Aber es kann nicht schaden, nebenbei herumzuforschen. Oder ich weiß, dass du das Gleiche getan hättest. Ich werde herausfinden, was mit dir passiert ist. Versprochen. Was mit dir passiert ist? Als alter Gamer würde ich natürlich sagen... ohne Proof of Dead ist niemand dead. Also wir haben bisher, meine ich, noch keinen Beweis dafür gefunden, dass die Schwester tatsächlich tot ist. Also gehen wir erstmal davon aus, dass es durchaus im Bereich des Möglichen liegt, dass die Gute noch lebt. So.
Wir gucken ja mal nach draußen. Draußen ist wieder alles ganz wunderschön und wundertoll. Schwefel, genau. Ich möchte jetzt einmal nach oben gucken, weil ich hoffe, dass das Wetter jetzt ein bisschen besser ist. Nö. Aber ich würde halt einfach mal vermuten, in der Richtung da. Zum Vulkan müssen wir hin, wenn wir Schwefel finden wollen. Jetzt, wo es hell ist, kann ich allerdings auch hoffentlich die Gleiterfragmente besser sehen. Ist das da eins? Sehr gut. Siehst du, habe ich vorhin schlicht und ergreifend nicht gesehen. Und erzeugt. Also das fand ich beim letzten Mal geil, ja? Da kam so ein richtiger Jingle. Wenn man so einen Bauplan komplett freigeschaltet hatte. Das hätte ich jetzt auch gerne gehabt. Einfach nur, um zu wissen. Ich meine, man ist ja, es ist ja nicht immer so, dass man easy peasy hier durch die Gegend schwimmt. Sondern es kann ja auch mal passieren, dass man diesen Bauplan aufgreift, während man gerade versucht, vor irgendetwas davon. Und dann hätte man ja schon gerne diesen Jingle, der einem mitteilt, ja, zum einen hast du es gekriegt, zum anderen hast du es jetzt komplett. Naja, keine Ahnung. War das verständlich, was ich gesagt habe? Ich weiß es nicht. So, hier gucken wir einmal, was ist da Schönes. Ist gar nichts. Da unten ist noch was. Muss man das noch scannen? Nein, denk schon. Ich fand auch beim letzten Mal war ich schon echt stolz auf meinen wundervollen Handscanner, der so viel ausgehalten hat, was ich damit alles breit gekloppt habe. War schon spannend. Gut, schauen wir einfach mal. 51, das schaffen wir noch wieder zurück. Schauen wir einfach mal. Was wir für den Seegleiter alles brauchen. Lass uns mal gucken. Hier, wo ist der Seegleiter? Da ist der Seegleiter. Dafür brauchen wir Schmierstoff. Haben wir. Kupferrad haben wir noch nicht. Batterie müssen wir uns machen. Da brauchen wir wieder dieses andere Tropfzeug für. Okay. Kupferdraht und Schmierstoff ist, meine ich, kein Problem. Batterie schon. Weil Batterie... Siehst du, geht los jetzt. Die Fische müssen wir uns gleich noch kochen. Und hier machen wir uns nochmal eine Runde was zu essen. Er läuft. Wir brutzeln uns jetzt hier was und dann würde ich behaupten, ich muss mal ganz gut gucken. Genau, alles klar. Das mache ich hier eben einmal nochmal fertig, bereite mich vor und dann fangen wir in der nächsten Folge einfach damit an, dass wir wieder diese komischen Körbchen suchen müssen, die wir ja für die Batterie brauchen. Alles klar. Vielen Dank fürs Zuschauen. Ich hoffe, es hat euch gefallen und dann würde ich einfach meinen, sehen wir uns beim nächsten Mal wieder. Bis dann.